warum denn ein Teppich? Ich will keinen Teppich haben. Ich will Waffen. Gib mir Waffen. Ist doch Murks und mach diese Mucke aus. So, was haben wir hier? Ein Fetisch? Statue des Betrachters. Ja. Ich sage danke. So, was haben wir hier? Eine fesche Sonnenbrille? Nichts. Ah, wir haben übrigens den Schraubenschlüssel damit. Ah, danke. Das Fenster hatte ich lange nicht mehr. Wunderbar. Gerade hat mich gefragt, was ich antippen muss, um einen Gegenstand zu werfen. So, okay. Okay, ich würde mal hier vorne nochmal in dem Haus schauen. Oder, nee, machst du ja anders. Ich gehe zurück und hole die Schaufel. Weil so ohne Nahkampfwaffe jetzt bin ich ganz schnell meine Munition los und das wäre wirklich ärgerlich. So. Mal schauen, wie sich die Schaufel im Kampfe macht. Eine Schaufel, ey. Also, naja. Gut. Hallo Freunde, Sturm- und Revierkontrolle. So, was haben wir da unten unter dem Bett versteckt? Wo ist es? Tant. Wunderbar. Schön, 4 Patronen, das ist gut. Was? Achso. Oh, die Tür mal so zeitverzögert sich schließt, ey. Finde ich ganz fies. Und da endet der Spaß auch hier schon wieder in der Kabine der Freude. So, und dann schauen wir mal, wie das Ding hier im Nahkampf abgeht. Zu schleichen. Ja, man könnte natürlich auch dran vorbeischleichen. Das zieht halt immer so seine Bahn hier vorne. Die Frage ist, bemerkt er mich nur, wenn ich laufe? Also wenn ich stillstehe, bin ich unsichtbar vielleicht für ihn? Kann das sein? Natürlich auch immer schön langsam und jawohl. So. Also ist nicht besonders stilvoll gemacht, aber effektiv. Okay, alles im Platt gemacht. Das Ergebnis zählt, würde ich sagen. So, das sind jetzt natürlich 2 von diesen Mistviechern sind, plus ein Scorny habe ich jetzt nicht gesehen. Okay, können wir denn jetzt hier irgendwie zu dem Ölturm? Können wir hier irgendwas machen? Würde mal mit Kubert nehmen. So, hier geht eine Treppe hoch. Aber was ab. Mit dem Spargeln soll er auch schon rum. Hier komme ich aber nicht hoch. Was ich recht komisch finde, weil ja der Ölturm tatsächlich so als Leuchtfackel so von Weitem zu sehen war. So als Beacon. Ah, da vorne ist schon wieder so ein Vieh. 10 Schuss. Wir sind natürlich, auch wenn wir schleichen, halt ultra langsam. Ja, wo man denkt so, macht doch mal ein bisschen schneller. Bitte, gebt euch das doch mal an. So, da vorne haben wir so ein Gamlet-Rohr. Können wir nehmen tatsächlich und... Es muss einen Weg auf diese andere Seite geben. So, da müssen wir hin. Das ist der Weg. Und das sind wieder 2 von diesen Viechern, wa? So, wir können versuchen, zu der Leiter rüber zu rennen. Dann sind wir da oben drauf. Was können wir von da oben drauf machen? Tatsächlich würde ich ja lieber gerne irgendwie alles erkunden wollen. Irgendwie und vielleicht noch Loot einsammeln.
Wir können jetzt natürlich halt mit Steinen irgendwie versuchen, die versuchen abzulenken, aber... Schalte die Öllampe ab! Mann, ey, wisst ihr? Alter, er hat hier Molotow-Cocktails! Es ist ein Molotow-Cocktail! Warum kann ich den nicht anzünden und werfen? Verstehe ich nicht. Also, du kannst ihn werfen, aber was kannst du ihn noch anzünden? Warte mal, Moment. Moment! Nee, was ist... wieso? Macht doch keinen Sinn. Wir klettern mal hier hoch. Ah. Ah, nee. Nee, nee, nee. Oh, nee. Ja, schön. Hätte ich mir das mal alles vorher angeguckt da drüben. Der Loot. Er ist weg. Der Loot. Scheiße. Na gut. Ach so, hier komme ich doch. Entschuldigung. Okay, das ist nicht gut. Wir brennen. Achso, okay, können wir rüber. So, balancier mal los, mein Bester. Okay, cool. Alles klar. Ja, wir sehen immer schlimmer aus, wenn wir wiederkommen. Voll mit Brandwunden. Aber es ist schon krass, ihr macht es mit den Fledermäusen. Cool aus. Na gut. Und was jetzt? Na, oben hinstellen und sagen, ich bin Batman. So, hier können wir am Seil runterrutschen. Hier haben wir fester Stoff. Schlüsselgegenstand. Okay, wo sollen wir jetzt den festen Stoff hinpacken? Ist das die komische Kuscheldecke, die wir durch den Talisman gesehen haben, der hatte ein anderes Muster. Der ist halt nicht. Aber hey, wir haben einen Lappen. Yay. Okay. Komm schon, Carmby. Würdest du nicht lieber den Tod stürzen, anstatt... Schön. Wir sind auf der anderen Seite. In den tiefen Sümpfen. Wo LeGrasse und seine Männer den Voodoo-Kult ausgehoben haben. Was? 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 Oh Gott. Und sind das so ja LeGrasse-Leute, die da jetzt gerade feuern? So, hier ist ein Scorny. Oh! Und tschüss, Alter, ich geh wieder zurück. Na, dann verbrenne ich doch lieber. Oh, shit. Wo ist er? Also, er hört sich so an, als wenn er überall ist. Ich weiß auch nicht, sind das Schüsse oder sind das sein Hufi-Stampfe oder was das doch immer, was der auch immer da laufen mag. Aber vielleicht schaffen wir es, wenn wir hier durchschleichen. Okay, wir müssen ganz leise sein. Ganz leise. So, wir gehen einfach hier vorne in das gruselige Hügelgrab rein. Es ist der hasserfüllte Hügel, von dem Jeremy in seinem Buch geschrieben hat. Weiß ich nicht, warum... Warum jetzt hier drin? Ich meine, klar, wir haben jetzt hier so ein riesengroßes, ekelhaftes Vieh, aber warum soll man denn da drin gehen wollen?
ist der Hügelgräber voll mit Dauge. Ah. So. What do we got here? Kommen Sie nicht näher. Ich bin bewaffnet. Packen Sie das Ding weg. Wer sind Sie? Und was machen Sie hier? Ich bin nur ein Detective, der nach etwas sucht, das Taroea heißt. Sind Sie auch hinter Jeremy her? Weshalb? Ich arbeite für seine Nichte. Sie will wissen, ob es ihm gut geht. Er ist zwar unverletzt, aber gut geht es ihm nicht. Er ist ein Fluch für DeSeto. Geht das wieder los? Ruhe! Oh, verstecken schnell. Oh, oh, oh nö. Nee, hör doch auf, mit der Taschenlampe rumzufummeln. Sind denn mit dem Affen auf eine Filmrisse? Grundgütiger. So, ich möchte jetzt diese Flinte haben. So, er zeigt doch schon drauf. Ja, jetzt können wir auch damit interagieren. Oh. Nö. Sagt einfach nur. Oh. Mann, mach doch. Warum gibt's denn hier kein Feedback von dir, Freundchen? Mach halt auf! Wieso denn nicht? Ich verstehe das nicht. Es war ein Reinfall. Die Ölpumpe und der hasserfüllte Hügel hatten ihn Jeremy kein bisschen näher gebracht. Carnby war sich sicher gewesen, auf Gold gestoßen zu sein, als er Jeremys Tasche gefunden hatte. Aber es war nur eine Falle von Lottie, einer von DeSetos Pflegerinnen. Danach war alles schnell eskaliert, aber irgendwie hatte Carnby es geschafft, nach DeSeto zurückzukehren, wenn auch ohne neue Erkenntnisse. Immerhin hatte er eine Sache von der Liste streichen können. Jetzt musste er herausfinden, was er mit dem Kessel machen soll. Ja, das bringt uns doch aber auch nichts. Nur wenn ich was von streichen kann, das bringt mich nicht vorwärts. Ja, ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt noch eine tolle brauche. Okay, wir müssen jetzt also runter und wir müssen zum Kessel. La Kessel. So, okay, wir sind noch im ersten Geschoss, ne? Im Obergeschoss. Kesselraum. Mhm. Okay. So, dann hoffe ich mal, dass wir unbehelligt da hinkommen. Also, man muss sagen, das Sumpflevel fand ich schon sehr, sehr cool gemacht. Also, das war wirklich. Das war top. Kannst du nicht mehr ran. So, ich weiß, wir waren schon mal drin in dem Bad, aber vielleicht refreshen sich ja auch Sachen. Ah, Marvel Science. Die Ausgabe habe ich schon. Die war sehr gut. Die ist jetzt abgeschlossen. Okay, warum ist die jetzt abgeschlossen? Achso, weil wir ja auch aus dem Keller kommen. Ja. Okay, so. Und hier? War hier? Ja, hier war. Okay, wie kommen wir jetzt hier weiter? Den Zettel? Haben wir den nicht schon? Wissen Sie, Mr. Waits, ich habe ein Stück von der Scheibe gesehen, die Lisa kaputt gemacht hat. Ich glaube, sie hat die Teile versteckt, aber sie ist darin nicht besonders gut. Sie hat dieses Stück einfach in den kleinen Raum mit den Werkzeugen hinter den Boiler gesteckt. Ich habe es dort gelassen. Ich wollte sie nicht beschämen, indem ich es mitnehme, wenn sie es sieht. Stattdessen sind wir nach oben gegangen und haben Backgammon gespielt. Ich habe sie gewinnen lassen, weil sie so traurig ist. Das Stück sah aus wie jenes, das in Cassandras Zimmer ausgestellt wird. Von dem wissen Sie ja sicher schon, oder? Oder sind Ihre Augen wirklich so schlecht? Ich hoffe, Sie fühlen sich wegen Ihrer Brille nicht schlecht. Sie sehen damit nur dann dumm aus, wenn Sie die Augen zusammenkneifen. Wenn Sie vielleicht mehr Augen hätten, würden Sie solche Sachen wahrnehmen. Ihr Lieblingsgast, Grace. Ja, danke schön, Grace. Also, die Sachen sind halt immer weiß hervorgehoben, ne? Irgendwie in Cassandras
Zimmer ausgestellt. Sie sagt, okay, wir können jetzt hier auch hier hinter, ist auch was versteckt. Die Frage, komme ich denn jetzt vorbei? Nein, komme ich nicht, weil ich werde vom Dampf verletzt. So, kaputte Ventil. Kann ich nicht machen. So, und noch hier. Eine Scheibe für den Talisman. Die fehlen sogar zwei. So wie die andere kaputt und es fehlen Stücke. Also wir müssen erstmal hoch in Cassandras Zimmer. Ist denn Cassandras Zimmer offen gewesen? Lottis, Empfangsraum, kleiner Salon, Wintergarten, Bibliothek. Okay. Yikes. Okay, na gut, wir düsen mal hoch. Vielleicht finden wir da jetzt eine Tonscheibe oder sowas. Kommen wir eigentlich hier? Jetzt. Wir haben ja immer noch. Nee, hier ist immer noch verkeilt. Und hier vorne sind wir auch nicht durchgekommen. Aber kommen wir jetzt eventuell mit Batistes Schlüssel durch? No. No. Schade. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt den Umweg über die Bibliothek gehen. Oder? Nee, warte mal. Hier daneben. Das ist ja Quatsch. Hier müssen wir lang. Sorry, Leute. Okay, gut. Düsen wir mal hoch. Gruseliger Bär. Alles klar. So, okay. Na, kann man nicht rein. So, der ist tatsächlich immer noch der gleiche Raum. Dieser müsste sich jetzt verändert haben. Nee, hat er nicht. Aber wieso, er hieß jetzt anders auf der Karte? Okay, Grace Zimmer ist auf der anderen Seite. Aber ich komme da nicht rein, weil ich keinen Schlüssel habe. Also wie komme ich jetzt an die Scheibe? Um quasi den Kessel auszuschalten, dass ich hinter den Kessel komme. Ich brauche den Schlüssel. Er braucht den Schlüssel. Leute, er braucht den Schlüssel. er braucht den Schlüssel. So, guck mal kurz auf die Ziele. Vielleicht finden wir hier nochmal. Ersetze das fehlende Ventil, um den Dampf abzustellen. Repariere die Zielscheibe am Heizkessel. Ja, okay, alles klar. Das ist so, durch was ersetzen wir denn das Ventil? Wo finden wir denn das Ventil? Das ist jetzt die Frage. So, schneebedipp, 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 bedipp. Hier kommen wir nicht durch, hier kommen wir nicht durch. Hier könnten wir eventuell. Achso, hier stehen, glaube ich, Möbel davor, ne? Deswegen sind wir da nicht reingekommen. Ein erleuchtetes Zimmer. Heißt das, da ist eventuell was zu tun drin? Kann das sein? Das vorhin auch. War das auch farblich anders untermalt? Moment mal. Na doch, hier stehen die Möbel davor. So, vielleicht können wir doch in Jeremys Zimmer jetzt kurz noch irgendwas machen. Vielleicht hat er hier ein paar Ventile rumzuliegen. Bestimmt in dieser Kiste, die immer noch zu ist. Scheiße. So, hier vorne liegt eine Zeichnung. Emily ist hier. Aha. Emily ist da. Ist das doch wieder die Synchronstimme von Lara Loft, kann das sein? Warte mal, wir gucken mal nochmal. Emily ist da. Könnte sein, oder? Was denkt ihr? So, okay, wir haben ein Gruselbild gefunden. Das war's aber auch schon. Können wir uns hier vielleicht aus Ton ein Ventil kneten? Die Verzweiflung spricht aus mir. So, ein Blick auf die Karte müsste man zeigen. Und der Raum ist immer noch rosa. Erkundet. Wir haben den Raum erkundet und die anderen Räume sind abgeschlossen. Also nicht verschlossen, sondern abgeschlossen. Wir müssen also nicht mehr in diese Räume rein.
So nach dem Motto. So, kommen wir denn dann mal über die Veranda. Wenn ich jetzt runtergehe, zack, nach oben zum WC in Lottis Zimmer. Könnte ich mal versuchen reinzukommen? Vielleicht wird das ja was. Ich meine, wir haben die ganze Zeit auch Kontakt mit Lotti, von daher wäre es naheliegend, dass wir mal in Lottis Zimmer gehen. Nee, ein gruseliger Typ. Hat ja auch noch vorhin nach ihr gesucht. Also sie wird jetzt wahrscheinlich nicht im Zimmer sein, aber vielleicht finden wir in ihrem Zimmer irgendetwas, was uns behilflich sein kann. Also mal hier kommen wir auch nicht weiter, aber nee, hier brauchen wir einen Schlüssel. Ich brauche den Schlüssel. Ja, er braucht den Schlüssel. So, na, open the gate. Okay. So, schnippido. Und hier vorne ist Emilys Zimmer. Aber hier waren wir auch schon drin. Medikamentenkiste. Habe ich nicht. Okay, das Fenster können wir noch entweder anschauen oder damit interagieren. Oh, was ist das? Ach, Tant, Mist, schade. Das bringt noch nichts. Nur verbotenes Wissen. Tja, in einem kleinen Salon. Eventuell, gut, also da wird wahrscheinlich halt die Tür zum Empfangsraum. Deswegen wird der wahrscheinlich halt noch interagierbar sein. Ja, ich meine, wir können reinschauen. Büro des Sekretärs. Genau, hier war der Safe, ne? Genau, hier war diese Durchreiche. Die Safe-Kombination. Haben wir die Safe-Kombination schon irgendwie? Nee, ne, wir haben jetzt nicht nochmal irgendwie eine Kombination gefunden. Die einzige, die wir gefunden haben, die war ja oben für den Talisman. Nee, wir haben, glaube ich, keine weitere gefunden. Okay, wir würden vielleicht nochmal in den kleinen Salon nochmal schauen. Oder war der kleine Salon das Zimmer mit dem, nee, hier drüben war der Safe, ne? Nee, war er nicht, was ist das? Achso, ich sehe die Tasche noch. Malerspachtel. Aha, okay, alles klar. Gut, das die, gut, den. die blöde Tasche. Für die Malerei gedacht, aber dünn genug, um durch einen Türschlitz geschoben zu werden. Moment, können wir damit die Verkeilungen lösen? Das müsste. Ein neues Buch. Überlegungen zur Macht des Verbs in bestimmten Texten. Von Juan Luis Jorge. Zu handeln ist in und für sich göttlicher Natur. Selbst die geringste Bewegung unserer Hand ist Beweis für die Regung unserer Seele. Und dennoch wird unser freier Wille so leicht von der dumpfen Langeweile des Alltags überstimmt. Unsere Handlungen werden Gewohnheit und Zwang, trotz Luxus und Bequemlichkeit. Wahre Göttlichkeit findet sich in der Entscheidung, die Bühne zu verlassen, auf der wir alle spielen. Jene, die diese Freiheit entdecken, werden überraschend von dem Grauen dieser Erkenntnis getroffen und gelähmt werden. Oder, noch schlimmer, zum Freitod greifen. Aber wenn du fähig bist, diesen Sturm zu überstehen, wirst du erkennen, dass jenseits dieser Angst ein göttlicher Pfad auf dich wartet. Es besteht die Chance, deinem Schicksal zu entweichen und etwas Neues zu schaffen. Etwas, das weder geplant noch vorherbestimmt ist. Es ist nicht leicht, diese Art von Handlung zu erklären, da sie unsere alltäglichen Entscheidungen übersteigt. Es ist kein banaler Entschluss wie die Wahl eines Berufs unter vielen oder wen man zu heiraten gedenkt. Das Verlassen der Bühne, auf welchem Weg auch immer, ist kein Korrigieren des eingeschlagenen Kurses. Es ist eine Ablehnung der Geschichte, die der Schöpfer erzählt. Das ist immer witzig, wie stumpf die S sind irgendwie, wenn Spanier gesprochen werden. Spanier gesprochen werden. Oder kann ich jetzt hier die Malerspachtel hier mal runtermalern? Nee, kann ich immer noch nicht. Schade. Das wäre auch zu schön.
Gut, also wenn ihr mir sagt, dass ich das unter Türen durchschieben kann, dann gehe ich mal davon aus, dass man damit die Türkeile entfernen kann. Hier oben haben wir ihn. So, komm. Ist fest verkeilt. Jawohl! Es hat geklappt. Es hat geklappt. Großartig. So, und wir sind jetzt in einem neuen Areal. So, schauen wir erstmal in Einschränken nach. Oder machen einfach nur Türen auf, weil es ist ja eh nicht drin. Es ist doch wirklich. Dave, oh wie fies. So, ah, okay, alles klar. Ach, hier sind wir. Schau, die schon schon. Okay, gut, dann gehen wir mal durch diese Tür. Das ist eine schöne Tür. Oh, hallo. Detective Carnby, wie schön, dass Sie hier sind. Ich mache Ihnen einen Drink. Was ist passiert? Decke los. Ist hier eine Bombe eingeschlagen? Willkommen im Irrenhaus, Detective. Danke. Ist die Decke etwa eingebrochen? Ich habe gehört, es war was auf dem Dachboden. Etwas, das hätte sein sollen, aber dann nicht war. Wie das solche Konsequenzen haben kann, verstehe ich nicht. Das ist sehr kryptisch. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, warum es hier so aussieht, aber... Ich wette, Ihr Freund Jeremy weiß es. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Oh, ich schätze in seiner Vergangenheit. Er redet immerzu von diesem mysteriösen Schattenmann. Ich glaube, er versteckt sich vor ihm. Oder ist vielleicht bei ihm. Ich kann dem nicht ganz folgen. Sie scheinen sich keine großen Sorgen um den Zustand hier zu machen. Ich sorge mich selten. Sehen Sie sich doch nur hier um. Sie halten das vielleicht für eine riesige Verwüstung, aber ich finde, wir haben endlich den richtigen Stil gefunden. Es passt perfekt zum Zustand dieses Orts und den Verrückten. Das gilt auch für den ganzen Unsinn mit Jeremy. Meiner Ansicht nach haben wir endlich eine Entsprechung für das Chaos in uns allen gefunden. Also, freut mich, dass Sie es so angenehm finden. Sie verzeihen sicher, wenn ich für Ordnung sorge in der Jeremy-Sache. Ja, der Raum hier übersteigt meine Fähigkeiten. Ja, lass kurz mal den Drink wieder wegstellen irgendwie. Viel Glück, wenn ihr so verrückt was zu trinken gibt. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Gefahr. Wiedersehen, Miss. Aber nicht Edward Carnby.